Es geht weiter, steht Zeit dabei. Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und apropos Tears of the Kingdom, wir haben letzte Folge ja in der Training gefunden. Eine unbekannte Welt, die Drachentränen Nummer 2. Schon mal nicht so schlecht, haben wir schon mal ein paar gefunden. Es werden natürlich noch mehr werden, ganz klar. Also bisher sind es eigentlich 4 Stück. Bei offen, dass mit Masterschwert ziemlich das letzte ist, seit Drachentränen 11. Ansonsten bin ich von der Reihenfolge her ja relativ gut dabei. Ja? Also gut. 2, hier plötzlich 6 und so, müssen wir ein bisschen gucken. Wir wissen, dass hier unten noch eine Drachenträne ist. Wir wissen ja auch, dass hier oben nochmal eine ist. Aber da hatte ich das Gefühl, es könnte Ganondorf selbst sein und die will ich mir erst später holen. Insofern, ja, mal gucken, was sie hier noch so alles machen. Hinsichtlich neuen Regionen erschließen, also sprich noch weitere Türme holen, weitere Schreine und doch auch irgendwie mit den Stellen weitermachen, mit der Hauptstory. Ich will dann nochmal zurück zum Spähposten, bald auch einmal zu Schloss Hyrule gehen. Aber erst einmal bin ich hier, weil in der letzten Folge diesen seltsamen Krog gesehen. Also ich glaube, es ist ein Krog und ich wollte irgendwie eine Rakete hinbauen, habe ein bisschen herumgeprobt. Deswegen stehe ich gerade hier und hoffe, dass ich das Teil irgendwie da ranzimmern kann. Das dann wegfliegt und wir hoffentlich einen Krog dafür kriegen. Hä? Der müsste aber eigentlich gehen. Komm schon, ihr könnt es doch irgendwie festhalten, Link. Vorhin ging es doch noch in letzter Folge. So, schon besser. Na eben. Ich finde es so ein bisschen seltsam, dass man es offenbar so machen muss, aus dem Grund, da wir gar keine Rakete gesehen haben. Normalerweise haben wir die Items, die wir dafür brauchen, in der Nähe. Das ist ein bisschen creepy, aber egal. So, dann haben wir auch noch ein paar Gegner und irgendwo da vorne haben wir doch noch so einen Leunel gesehen, den ich mich gerne kümmern würde. Weil doch der erste, den wir jetzt in diesem Durchgang haben. Von Tears of the Kingdom. Damals bei Breath of the Wild bin ich ja zum Schluss zumindest, habe ich mir so gedacht, oh komm, ich kann noch gut farmen gehen, die Leute. Da ich mich hier momentan sowieso ein bisschen doof anstelle, was Blocken und Ausweichen betrifft. Ich glaube, so ein Leute gar keine so schlechte Idee. So, und zwar da hier irgendwo vorne. Häuser, wo die Moblins übernommen haben, auch schön. Ah, hier vorne müsste es sein, ne? Ich habe es auf der Karte markiert. Und er steht hier ziemlich allein da und ich glaube, es ist sogar ein Roter, also von dem her der Schwächste von allen. Der müsste doch zu knacken sein. Wo knacken da vorne ist noch ein Schrein, haben wir markiert auf der Karte. Oder? Doch, okay. Gut, also uns speichern und dann geht's gleich richtig los. Nochmal arschkalt, also muss die Rüstung anbehalten. Die Schilde, Waffen aktuell. Mal fürs erste, der Rest werde ich nachher noch ein bisschen aufpeppen. Okay. Warte mal, ich nehme meine stärkste Waffe hier. Ja.
Schaden macht der Guten. Ich dachte, ich hätte noch rechtzeitig ausgewichen. Das war ein Irrtum. Er hält Eisangriff, das stimmt zwar. Ich hätte aber lieber den hier mit ein bisschen mehr Abwehr. Hey, da steigen wir so auch zurück. Okay, krass. Ich wollte noch ausweichen, wohlgemerkt. Ich kann nicht mehr gestunt, Alter. Hält der viel aus? Meine Güte. Langsam mal Zeit für den hier, wa? Nicht abhauen hier, Kumpel. Oh nee. Ich bin ausgewichen, hallo? Du kannst bei Leuten sagen, was du willst. Egal welche Stufe die haben, um rot, blau, was auch immer. Die halten einfach immer viel aus. Oh, das war's, Kumpel. Unser erster Leunel. Leunenhuf. Leunensäbelhorn, Alter. Leunenbogen. Ja, nehme ich aber trotzdem mit. Ja, den kannst du auch bögen, komm. Hä? Aber gerade. Nein! Oh Mann! So, ich meine, er hat zwar, sag ich jetzt mal, nur 10 Stärke, dafür mal 3, ist auch schon ziemlich cool. Und ein Leunelschild. Eine Waffe von ihm bekommen, oder? Das selbst zwar nicht, müsste da ein bisschen was synchronisieren, das wäre eine Option. Naja. Ja, kann machen. Kann machen, Freunde. Ja, war ein netter kleiner Fight. Gut. Demzufolge. Ich würde sagen, versuchen wir uns mal mit dem Schrein da drüben. Abwehrkraft gegen Leunel. Nicht schlecht, war nicht so dumm. Mit stärkeren Waffen wären generell so verkehrt. Vielleicht am nächsten Mal, bevor ich mein nächsten hole, doch mal das Masterschwert holen. Aber ich wollte eigentlich erst die ganzen Erinnerungen machen, bevor ich mir das Masterschwert hole. Weil vielleicht dort drin noch ein Hinweis darauf hin, wo es überhaupt ist. Ich meine, klar, gibt natürlich gewisse Ideen, wie eben auch den Dekobaum und so, dorthin zu gehen. Falls das naheliegendste ist, aber man weiß ja nie.
Okay. Wieder mal so ein Quatsch hier. Hä? Hey. Orum Waka Schrein. Wacker, wacker, wacker. Ich glaube auch gar nicht, ob die Waffe jetzt viel mehr Damage gemacht hat, war, weil ja, sie ist von wegen Ausweichen und so, klar. Bisschen mehr Power, aber trotzdem hat er nicht das Gefühl, dass es viel mehr Damage macht. Aber ansonsten Ausweichen und natürlich auch, also nicht nur Ausweichen, natürlich auch der Block und so, war schön. Weil wenn du dich immer nur auf einen Gegner konzentrieren musst und ungefähr abschätzen kannst, wann er kommt, dass du dich wirklich auf ihn konzentrieren kannst, ist eigentlich nicht so schwer. Eigentlich. So rasanter Aufstieg. Gut, ich meine, wir können es mal versuchen. Ich wollte gerade irgendwie ein Schild dran heften. Sehr gut, wir haben da noch einen zweiten, deswegen würde ich den gerne doch mal, warum eigentlich nicht, hier an den Schild dran packen. Wir wissen nie, wann wir sowas mal brauchen. Die Schilder wären hier nicht so schlecht, ey. Jo, das ist jetzt ein bisschen kacke. Ich brauche das zweite hierfür. Ah, okay, spawnen wieder. Oh, Gott sei Dank, ey. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn nicht. Du. So. Hoffen wir, eins reicht. Nein, Link, was machst du da? Link will unbedingt Klettern üben. Warum? War man in die falsche Richtung? Muss man das verstehen? Man kann natürlich zwei verwenden, aber... Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es unbedingt sein müsste. So, komm. Pack dich jetzt mal wirklich mittig drauf, ja? Gut, ich meine, andererseits, man kann sich ja auch richtig überlegen, dass das ganze Teil funktioniert, war, weil er schießt ja in eine Richtung. Ist nicht so wie beim Ventilator, wo ich einen Antrieb habe. Er schießt in eine Richtung, also muss er natürlich vorne dran bringen. Ah, oh, Mensch, Michael. Manchmal einfach nicht darüber nachdenken, sondern denkt, ah, das kenne ich das Prinzip, okay, es muss hier genauso funktionieren. Nein, ist ja ein anderer Mechanismus. So, jetzt wird es funktionieren. Also. Jetzt wird's funktionieren. Ah, hier noch ein paar von denen, okay. Hat sie irgendwo eine Truhe, aber die schon verpasst. Ah, da oben. Komm, also. Euer Ernst, Freunde? Okay.
Ding ist weg, war. Jo. Ein Rhodonit. Warum auch nicht? Ich muss auch mal farmen gehen, hier die ganzen Edelsteine. Wieder ein Spaß. Haben wir noch ein paar. So. Ich weiß nie, was man brauchen könnte. Ich meine, ich könnte ihn jetzt schon nutzen, um da rüber zu kommen, wa? Bis nach ganz nach oben und dann rüber segeln. Wenn du ein bisschen das Spielprinzip außer Acht lassen, aber es wäre eine Option. Ja, auch irgendwie mitbekommen, dass viele Spieler gibt, die sich sagen, oh, ich löse das Dungeon-Rätsel gar nicht, ich mache es einfach alles mit Rakete. Wobei, ich glaube, war das nicht so, dass ich die Dinger hier gar nicht rausnehmen kann? In einem Tempel, also in einem Schrein, kann ich die Dinger nicht rausnehmen, man kann es natürlich vorher schon dran befestigen. Wenn ich quasi weiß, okay, da ist ein Schrein, bevor ich reingehe, einfach so eine Rakete und ein Schild dran bauen. Sogar zwei, drei Raketen und drei Schilder. Oh ja, ich wollte es fast wieder machen. Okay, klappt auch so. Hätte ja auch falsch sein können. Du. So. Ein Schrein. Ein guter Schrein. Das ist Nummer 5. Ich überlege tatsächlich, ob ich jetzt wieder so 8 machen muss, bevor wir zurück zum Spähposten gehen. Und dann einmal ein Herzcontainer und einmal Ausdauer holen. Weil da mehr Ausdauer, das finde ich irgendwie ganz geil. Oder natürlich ist auch sogar, wie es war, ich gehe auf zweimal mehr Ausdauer. Weil halt wirklich länger fliegen will, damit wir auch die restlichen Türen noch holen können. Wäre auch eine Option. So, da war der scheiß Drache, genau. Auch eine? Ja, wahrscheinlich fast so. Also den Dingen wollte ich eh nochmal zurück dann. Da sind ja einerseits müsste der Tempel der Zeit sein, genau. Und hinter das Schrein des Lebens müssen wir nochmal zurück. Bei Gelegenheit. Dahin komme ich jetzt sicher auch, weil wir aber noch ein bisschen später aufsparen. Dann bin ich da hinten. Da haben bereits ein paar Schreine. Hier will noch ein paar, war. Also ein paar ist übertrieben, aber der eine oder andere. Bis rüber zumindest. Scheint wohl Neidra zu sein, der wieder in so ein scheiß Loch reinfliegt. Was? So ein Jasma-Loch. Ja, natürlich. Keine Ahnung, was die mit diesem Jasma-Dinger haben, dass die unbedingt die nach unten wollen. Da waren wir auch noch nie da drüben. Aber ich habe sie markiert. Gut. Jetzt kurz gucken, wo haben wir hier etwas in der Nähe? Etwas Schönes. Da ist noch das Witch. Wogan, verpisst euch. Okay, da ist ein weiterer Turm. Krieger mit der aktuellen Ausdauer nicht, nie im Leben, keine Chance.
hier im Himmel waren wir schon mal, wa? Ja, da waren wir schon mal. Ja, das ist nicht so, wie ich wollte. Wieder mal nicht. Ich meine, trotz mehr Ausdauer, wir kommen nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Das ist doch scheiße. Von hier aus bis hier, viel weiter bin ich echt nicht gekommen. Das ist schon doof. Klar, mehr Ausdauer-Dinger machen, ne? Können nochmal pennen gehen, damit die Ausdauerleiste noch ein bisschen voller ist. Da unten ist noch einer. Da ist der Switch, da ist Schloss Haiwul. Ach ja, immer alles vom Alten. Du. Was mir auch noch aufgefallen ist, Freunde, ganz kurz erwähnen darf, wir haben ja die Sehenslichter und vor einiger Zeit haben wir auch mal so die Villa der Weißen gefunden und konnten damit nichts anfangen. Mittlerweile können wir damit etwas anfangen, weil hier steht offenbar ein Überleibsel der Willenskraft der Weißen aus alten Zeiten. Nur vier davon einer Stadt der Göttin darbringst, vertiefst deine Verbindung zu den Weißen. Und du hast das Gefühl, dass dann die Hoffnung, dass zum Beispiel dann Tulins Wind nochmal stärker wird. Oder sowas ähnliches. Ich meine, es war cool. Da fand sogar noch ein Stall. Das ist natürlich perfekt, den haben wir noch gar nicht, wa? Nö. Das ist auch relativ nahe beim Außenposten oder Spätposten, besser gesagt. Hier ist noch ein Krokkumpel. Du. Das ist ein Wildschwein da unten. Ich dachte gerade, hey, was sehe ich denn da unten? Da ist ein Monsterlager. Ja, gut. Yeah. Tschüssi. Tulins Geist, hallo, warte ich mal. Der Schrein im Walde. Naja, so ungefähr zumindest. Sumpf und Ranel, ah, das klingt gut. Ein Sumpf, ein guter Sumpf. Du. Ja, wir kommen vorwärts, auch wenn es vielleicht zum Teil so aussieht, würde ich eher ein bisschen wenig Story-Progress machen. Aber ist halt eine verdammt große Map. Kannst sagen, was du willst. Auch wenn ich jetzt die Türme, besser gesagt, mehr oder weniger noch so wie bisher gezeigt abgehe, wird es glaube ich schon bald eine Zeit, dass ich, vor allem wenn es explizit für einzelne Bereiche geht, wo ich hinreisen muss, dass wir dafür dann etwas Kluges zusammenbauen. Auch schon gewisse
geile Sachen gesehen, was andere so zusammengebaut haben. Dazu dann später mehr, weil jetzt haben wir noch andere Probleme zu lösen. Ernsthaft, die Kugel muss jetzt da rüberbringen. Oh, güte Gott, hey. Ja, schön. Wir kriegen das Teil jetzt irgendwie nach vorne. Hä? Das Rad ist dort vorne. Quasi ein Ersatzrad. Kann ich einfach das Teil hier hochbringen und fertig? Natürlich geht's nicht. Ja, immerhin so geht's. Das Problem ist nur, ich wollte irgendwas, damit das Teil auch läuft oder fährt, besser gesagt. So, machen wir hier stehen bleiben. Okay, was will das Spiel als nächstes von mir? Kann ich mit denen theoretisch generell etwas machen? Nee. Ich kann hier hoch, das sehe ich natürlich sehr gerne. Okay, wenn ich hier oben bin. Einfach hier durchfahren, ne? Da bin ich, naja, mehr oder weniger schon fast fertig. Trotzdem, ich muss das Ding hier irgendwie hochkriegen. Das kann ich packen und dann so Stück für Stück nach oben ziehen, wa? Aber ganz ehrlich, was hält mir davon ab, einfach zu sagen, war das ganze Teil daran gar nicht. Pack den einfach daran. Ah, ich glaube, ich sehe es. Ja, aber. Das verstehe ich daran trotzdem nicht. Ich meine, vielleicht ist die Idee davon, dass ich die Teiler daran baue. Dann quasi sage, okay, jetzt schiebe ich dich ein bisschen nach vorne, bis zur dritten oder vierten Stufe. Dann zurückfällt oder hier hängen bleiben. Das wird doch so oder so nicht funktionieren. Aber es wäre das, dass er zurückfällt oder irgendwas abschrauben oder so. Was natürlich machen kann, was irgendwie auch einfacher ist, finde ich jetzt. Entweder das Teil so erweitern. Auch wenn es creepy aussieht. Oder das Teil, den ganzen Mechanismus manuell nach vorne zu bringen. Rutscht nach unten, nutze die Zeit, um damit er nach oben rutscht und packe mir oben vorne wieder. So. Okay, warum wir jetzt hier vorne stehen bleiben, verstehe ich auch nicht ganz, ganz ehrlich. Aber kann mir auch egal sein. Ich dachte gerade, okay, der rutscht nach unten, also nutze ich die Zeitumkehr. Aber wenn es so auch klappt. Die Räder nochmal brauchen, weil es jetzt irgendwie auch nicht kommt. Aber los, mal lohnen. Und ich habe hier ja auch eine Konstruktion, wa? Ah, ist Wasser gelandet. Ich dachte schon, wo ist plötzlich die Kugel hin?
Was natürlich ist, ich habe hier eine Strömung. Ich brauche etwas dagegen. Ich habe aber keine Hilfe von Sonabauteilen. Das ist doof. Der Pleite gedrückt, das ist soweit schon mal gut. Dann wäre ich hier, dann die Kugel rein und fertig. Das sieht so aus, müsste ich irgendwas darüber bringen, aber wozu? Ich meine, ich bräuchte eigentlich wie eine Art Antrieb. Ventilator zum Beispiel. Kommt dort jederzeit wieder rüber, aber ich habe dort auch nur Räder. Hä? Räder und Bretter, sonst nichts. Das nützt mir doch gar nichts. Und sowas eh in die falsche Richtung zeigen. Okay, das heißt, den nehmen, den umdrehen. Wobei, hier passt er gar nicht rein, super. Also gut, lassen wir das. Das heißt, die Kugel hier nehmen. Darauf bringen. Das Ding drehen. Ich dachte, so könnte es vielleicht funktionieren. Zu wenig Power drauf? Ja gut, jetzt drehen sie beide in die falsche Richtung. Das kann auch nicht funktionieren. Da brauchst du gar nicht so viele Bretter. Warte mal, vielleicht. Damit. So, und den wieder noch ein bisschen tiefer. Ja, okay. Nein, das war gerade der Falsche. So.
Scheiße, das kann ich machen, was er will. Der kommt nicht nach vorne. Hä? Wollt ihr mir das verarschen? Ich habe nicht sowas im Paddel, was natürlich theoretisch versuchen können, was damit funktionieren wird. Ich habe, glaube ich, noch irgendwo im Inventar... Oh Gott, wo habe ich das jetzt? Ich dachte, ich hätte irgendwo ein Ding gehabt. Ah, hier. Die Winderzeugung. Ja, da müssen wir irgendeinen Stock oder so packen. Abgesehen davon habe ich das Teil gar nicht hier. Also... Hä? Also warte mal, so funktioniert es ja. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Das ist die korrekte Richtung. Wobei, auch wenn es vielleicht ein bisschen seltsam aussieht gerade. So. Da ist nur auf dem Land selber funktioniert. Da. So, warte mal. Das ist komplett falsch zusammengebaut. Warte mal. Es sind natürlich nicht alle Dinge am Wasser, ja, aber trotzdem, er dreht sich jetzt nicht so, wie ich eigentlich wollte. Es ist ein Zuckerrockschrein. Zuckerrockschrein. Das Ding heißt es heißt schon Vorwärtsdrang, ne? Ich meine, da ist noch ein Vorwärtsdrang. Auf Land funktioniert sie auch. Im Wasser nicht. Das irgendwie vielleicht hat es einen oder vielleicht gibt es einen Unterschied, ob jetzt das überhaupt Metall ist. Doch. Ob jetzt die Seite oben oder unten liegt. Da hat mir, ja, könnte vielleicht anders sein, aber irgendwie. Das alles trotzdem sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Oh! Was ist hier Schönes? Ich habe die Kiste vermisst. Ja, aber dass sie hier unten ist. Starkes Sonaniumschwert. Das höre ich gerne. Wenn ich schon da voll bin. Starkes Sonaniumschwert. Ich habe hier noch Soldatenschwert. Schnell aufladen. Weg damit. Da würde ich eigentlich gerne so ein Ding dran packen und so ein Gammahorn, den wir haben. Mal gucken. Und irgendwas passt? Nee, wa? Auch nicht. Also ich meine, er kann das machen, aber das kann ja nicht die Lösung sein, Freunde. Ups.
auf der Brücke nach vorne. Ihr seid doch niemals im Leben. Oder? Ich bin sowas unsicher. Wenn eben Holt schwimmt, da ist ja unser Vorteil, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich denke zu kompliziert, ich weiß. Aber es kann mir jetzt keiner erzählen, der das Rätsel auch gemacht hat, wenn er auf die Idee kommen würde, sich zu denken, okay, ich würde einfach irgendwie nicht im Flosen einen fahrbaren Untersatz bauen, der auch funktioniert. Das könnte klappen, ja. Das reicht sogar, ich werde wahnsinnig. Okay. Tja, was lernen wir daraus? Niemals ein Spiel hinterfragen. Du. Huch. Seltsames Vorwärts. Ich hätte das irgendwie gerne anders gelöst. Muss ich ganz ehrlich sagen. Brückenbau hätte ich in einem besseren Titel gefunden. Segenslicht. Ding, ding. So. Gehen wir noch schnell zum Stall. Machen da nicht mehr großartig etwas. Ich würde aber dafür lieber gerne mal noch das starke Sonaniumschwert noch ein bisschen upgraden. Wir haben zwar, glaube ich, nur ein einziges davon im Inventar, aber scheiß drauf. Und zwar geht es ums Gammahorn. Hier haben wir noch einen Gammakrieger-Konstruktoren. Neuen Säbelhorn, ja, für später, das sind ja auch ganz cool. Ne, nehmen wir mal Gammakrieger-Konstruktoren. Wenn es auch das einzige ist, was wir haben, scheiß drauf. Das Ding hat Power. 30. Junge. Nicht schlechter Specht. So. Also den Schein auch gemacht. Stempel löschen. Sehr gut. Genau, wir haben da Ding. Schreine, hier überall Schreine. Ne, dann geht es um die Türme. Also ein anderes Thema. Gut. Hauptsache sieht man einen Schrein direkt an einem Stall. Stall der Sümpfe. Mit Wasserfrüchten. Was los? Ein Gast. Das sind immer lange Hälsen da, aber den Wald da hinten meiden. Das ist ein ganz, ganz übles Ungeheuer. Sieh dir das nur an. Wenn ich mit uns wegen der Monster. Nee, ist das doof. So langsam. Nicht mehr schlafen kann. Wenn sie von hinten angreifen würde und sie mich sehen können, ist sie bei der Verteilung, das schaffe ich nicht. Okay. Holen wir uns die Monster da vorne. Sind sie für welche? Oh, ich sehe natürlich von hier aus nicht. Excel-Fosting, oder? Schaffen wir noch die einfache Stufe zu sein. Das gucken wir uns das nächste Mal an. Da haben wir da irgendwie böse Bäume, war kann das sein? Okay. Das nur gerade, die sahen irgendwie so aus. Sehr böse Bäume vor allem. Sehr böse Bäume. Huch, was ist denn unten noch los? Doch alles klappt, Mann. Was ist los? Wenn du das möchtest. Okay, er ist beschäftigt. Dann kümmern wir uns vielleicht später.
Und hier kann ich ja auch was zusammenbauen, merke ich gerade. Dann müssen wir erst die anderen Dinge hier im Stall machen, bis bevor ich hier was machen kann. Das könnte sein. Du. Lauschen im Zwitschern! Hey, Pien! Alles gut, Kollege? Nein, brauchst nicht zu antworten. Machen wir das Beste daraus, wa? Dann Isra, dass ich in das Floß kommt, hat sich bei diesem Zelt eines Abends Gartengeräte ausgeliehen. Was? Echte Waffen und den Kataklysmus zerfressen wurden? Verschwundene Gartengeräte. Oh Mann, ey. Ich weiß nach der anderen plötzlich. Morgen, ganz sicher. Ja, war schon gut, wenn wir in der Fagerie kommen, die Kranzruinen zu untersuchen. Nach Süden führt, zeigt einen Weg in die Berge ab. Nicht nur das, weißer Dämonenkönig. Ja, müssen wir auch hin. Ja, noch viel, viel zu tun, also dem Weg hier folgen, wa? Gut, ich meine, hier ist eh ein Schrein in der Nähe, also war ich hier eigentlich schon mal. Aber es trifft sich doch gut. Wir haben noch viel zu tun in den nächsten Folgen. Generell, also ich glaube, bis das Spiel durch ist. Nur schon bis ich ungefähr mal eine Ahnung habe mit der Hauptstory, wo wir ungefähr sind. Ich glaube, das dauert das. Nee. Ich kann noch locker 100 Folgen. Ja, wobei. Da wird es weniger. Jetzt sind wir ungefähr so bei Folgen 47. Denken Sie mal 60, 70. Ja, Mitte 70, denke ich jetzt mal. 75 rum bis 80. Wenn wir es sicher noch brauchen. Ist irgendwas Cooles für uns? Dann sind wir so viel Kohle. Verkaufen, machen wir später. Ah, der schon wieder. So, Servus! Bis zum Treuepreis. Ja. Nehmen wir mal um Bett. Und dann würde ich sagen, dass wir... Bis morgen. Ja, komm, bis morgens. Ich glaube, wir werden uns dann doch erst einmal kurze Quest hier umgucken am Stall. Wenn wir schon mal hier sind. Stahlpferd, das Leute um Jasma. Hattoriberg, am Fuß, auf der Ebene. Hol es dir. Und dann vielleicht nochmal irgend so ein, zwei Schreine überlegen, ob ich vielleicht sogar den nächsten Insignien nutzen soll für mehr Ausdauer. Wenn wir dann endlich mal die Türme holen können. Also quasi zwei volle Ausdauerringe plus nochmal so einen gelben. Das wird schon einiges bringen, glaube ich. Das Wasser dort soll von einem merkwürdigen Schlamm vergiftet worden sein. Die Zuhörer sind ein Wasservolk, das ist für sie eine Sache von Leben und Tod. Habe davon gehört, ja. Machen wir alles noch, Freunde. Können auch eigentlich mal Ebrune herrufen lassen. Im Stall unterwegs. Wir können da nichts ändern, dein Pferd ist schon perfekt, so wie es ist. Ja, das weiß ich doch. Na, Epona? Ja, ich habe sie auch vermisst. Gut, gut, gut. Oh, hier sind noch ein paar Früchte. Ein paar Äpfel. Lecker. So dann, Freunde, so dann. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Und bis nächstes Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann, oben ist noch was. Dann, Stallsituation. Dann, vielleicht... gucken, ob wir noch irgendwie zwei, drei Schreine irgendwo hier in der Nähe so haben. Dann, Spähposten. Und Türme. Ja, genau, viel zu tun. Und Geoglyphen nicht zu vergessen. Gibt es gar sehr viel zu tun. Hey, bis nächstes Mal. Ciao zusammen.